Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen hier zum neuen Verstecken in Anno 1800. Alter, oh mein Gott. Stop it! Stop it! Das haben wir wie beim Pendekuh. Ich kann links klick zurück machen. Ich kann links. Schön, dich zu sehen. So, dann hat es hier da... Ja, dann hat es eine halbe Ewigkeit gedauert. Christian war erst ein Schiff, dann war ein Affe und eine Kutsche, keine Ahnung. Ja, als Affe hätte ich ja mitmachen können, aber nee, das ja. Stimmt. Ja, okay, also ich suche jetzt als erstes, ihr habt, Leute, ihr geht auf Streik. Christian geht auf Streik. Ja, Chris. Ich kann mir das auch einfach nicht mehr geben hier. Schön mit dem Streikschild durch den Zoo jetzt. Hallo, Herr Feuerwehrmann. Ja, wenn, das ist ganz lustig. Anno 1800 hat ja diese Möglichkeit, dass man selber so ein kleiner NPC wird, random, und dann gibt es halt so Idle-Animationen, die zwischendurch kommen. Sepp ist das kleine Mädchen da, Bram ist die Frau mit dem blauen Oberteil, Christian ist der Mann, der da vorne steht mit den blonden Haaren. Wäre ich eigentlich voll smart gewesen, wenn du nicht wüsstest, wie wir aussehen. Irgendwie schon. Ja, der hat das eh drei Sekunden vergessen. Wir gehen jetzt und wir können uns ja einmal verwandeln und wieder zurückverwandeln. Wenn ihr wollt, könnt ihr das machen, ohne dass ich hingucke. Aber dann bist du im Schiff. Aus, ich mach das. Ich guck weg. Ja, ist ja egal. Das ist jetzt entweder, also okay, musst du ja nicht machen. Einmal mache ich das. Aktuell sind wir hier alle Menschen. Okay, soll ich dir sagen, ob du was Cooles bist oder soll ich einfach die... Nee, ich halt einfach. Nee, sag mal, ob ich was Cooles bin. Und? Wo bist du denn? Warte mal. Ich hab ihn kurz gesehen und dann war er wieder weg. Steh am Eingang. Was? Wie, du stehst am Eingang? Ja. Ja, ist okay. Ja, ja, ist okay. Ach so. Ich hab's riskiert. Ich riskiere. Meinst du, bei mir lohnt sich das? Bei mir lohnt sich das nicht, oder? Ich krieg grad wieder Errungenschaften an den Zeug. Ja, du hast halt ewig gerallert. Weder hackt da einen in den Kamin rein. So, ich bin auch wieder hier. Nee, Christian. Nee, einfach nein. Einfach, also das Boot wäre, glaube ich, besser. Dann hättest du dich immerhin aufs Wasser stellen können. Was war ich denn? Du warst eine Kutsche. Ach so. Aber mit Anhänger, das, was ich jetzt, mit pass auf, das, was ich jetzt geworden bin, dann bleibe ich einfach. Okay. Ich, so, ich komme nochmal zurück zum Eingang. Okay, Bram, was bin ich? Kann nicht stundenlang hier hin und her wechseln. Da hinten. Spring mal. Wer ist da gesprungen jetzt? Ich bin da. Gerade. Okay, du bist gut. Ich bin gut, okay. Warte, ich komm. Ich komm von rechts von. Nee, Moment. Ich kann hier nicht drüber springen. Oh nein. Doch, da kriegst du dich gut. Du bist gut. Du kannst dich über eine Ecke springen. Ja, nee, du siehst auch so aus, du findest. Ja, okay. Guck mal, Peter, das heißt, wir können schon mal anfangen. Ja, ihr könnt euch schon mal verstecken. Der streckt schon wieder, der Christian. Schön, dich zu sehen, Onkel. Schiff unter Beschuss. Wie Schiff unter Beschuss? Ja, ein Schiff ist unter Beschuss. Ja, let's go. Eine Minute läuft. Achso. Eine Minute läuft. Ja, Peter betet gerade den Kamin an. Ja. Vorher ist er damit mit so einer Axt dran gewesen und hat sich das heilige Feuer. Gott, gib mir Feuer. Schön, dich zu sehen. Muss Fleisch braten. Ihr habt noch 40 Sekunden. Alter, hier steht Peter, einer versteckt. Hier steht einer vor den Haien und macht die ganze Zeit so, oh, scheiß Hai, Junge. Voll kacke. Es gibt Haie. Ein Zoo und botanischer Garten war okay, wa? Nur Zoo. Nur Zoo. Oder? Okay, da wo Tiere sind halt. Ja. Ich rolle. Ich hab noch 18 Sekunden. Reifen und hab dabei viel Spaß. Oder das ist teilweise aber echt tricky hier. Also 10 Sekunden. Ja, ich sehe euch ja nicht direkt. 6. Ja, wenn du zu weit 5, weg bist, musst du aufpassen, dann 4, kriegst du einen Namen angezeigt. 3. Ah, echt? 2. Ja, Sepp 1. Hab ich. Ah, nee, das war. Ich glaube, das ist nur am Anfang, wenn du dich verwandelst. Ja, stimmt, ja. Das kann sein. Bei Sepp habe ich das kurz gesehen. So, meine 15 Minuten laufen. Eckstein, alles muss versteckt sein. Das muss ich unbedingt aufschreiben, Mama. Die Störche sind aber auch nicht fein gesehen. Gemacht. Muss man was ist sagen. Eigentlich mit den Gehegen, die noch unbebaut sind? Zählen die dazu oder nicht? Wenn du dich in einem leeren Gehege verstecken möchtest, ist das doch völlig okay. Ja, ich wollte halt nur wissen. Weil das macht das Gebiet ja schon deutlich größer. Okay, die Frage ist, seid ihr irgendwo einfach nur am Rumstehen und abeideln? Wenn man gefunden wurde, ist man dann auch Sucher oder geht man einfach raus? Also nee, du gehst dann raus, du bist dann das nächste Mal Sucher. Also bei der nächsten Runde.
Die Frage ist, laufen wir genauso schnell wie die NPCs? Aber ihr könnt euch ja hier nicht einfach irgendwo hinsetzen. Wisst ihr eigentlich, wo ich bin? Ich weiß nicht, wo du bist. Wissen wir, wie du aussiehst. Die NPCs laufen aber unterschiedlich schnell, Peter. Ja, stimmt, das kommt auch noch dazu. Boah, ich muss sagen, wenn du halt Anno 1800 in dieser Ego-Perspektive spielst, dann ist die Performance nicht hundertprozentig optimal. Aber es geht ja, schon. Ja, das stimmt. So. Ja, und ich glaube, die Maus-Sense konnte ich nicht einstellen. Für ja, die habe ich an der Maus selber sehr runtergestellt. Ah ja, sehr gute Idee. Alter, mega gute Idee. Ah ja, das ist schon mal besser auf jeden Fall. Heute war ich sogar schon vor den Vögeln wach. Da muss ich nur gleich... Also heute war ich wie sehr die an manchen Gehegen abgehen. Krass. Und denen zujubeln. Ja, okay, dann wird ja keiner von euch sein. Hat irgendwer Peter schon gesehen? Ich glaube nicht. Ja, weil die sind hier wirklich gerade mega am Zujubeln. So geil, Alter, ein Vogel ist ja krass. Ja, Schiff ist unter Beschuss, Peter. Geh mal schnell gucken. Peter hat diese blaue Jacke an und so einen Zylinder auf. Ne? Ja, genau. Ihr traut euch bestimmt nicht einfach stehen zu bleiben, oder? Weil ihr dann so komische Idle-Animationen macht, die halt mega gefährlich sind. Ja, aber dann packt einer von euch so, keine Ahnung, eine Route aus. Das machen die ja hier alle nicht. Das stimmt, also sie packen keine Angel raus. Genau. Ich verfüttere dich an oder ein Streikschild, genau. Du bist ja ein neugieriger kleiner Kerl. Du bist ja ein neugieriger kleiner Kerl. Er erinnert sich voll so an die Sprüche. Ich bin der Udo, hallo. Aus Gothic erinnert mich das irgendwie so ein bisschen. So, wenn die einfach so Wortfetzen. Okay. Ist das ein NPC? Da muss ich doch jetzt nochmal. Du kannst da einfach schön dich zu sehen, Onkel, machen, Peter. Na, aber links. Der hat sich hingesetzt, das kann nicht wahr sein. Was ist denn schön dich zu sehen, Onkel? Der Linksklick. Achso, wenn du direkt vor einem stehst. Okay, bei NPCs drehen die dann nicht, sondern dann ist das schön. Ja, ja. Schön. Okay. LOL, die Frau! Ich glaube, der hat sich verliebt hier vor mir. Wo sind denn die Haie, verdammte Axt? Der hat Bock auf die Alte. Was ist das denn für ein Tier? Weiß nicht. Alter Junge. In manchen Gegenden sind, glaube ich, einfach die Tiere kaputt. Für die Nähmaschine. Alter, oh mein Gott, hab ich mich erschrocken. Fuck you. Sepp hat mir auch schon gemacht. Als ob Sepp euch beide schon gefunden hat und ich noch nicht. Ich kam einfach angelaufen und ich dachte, ich wäre gefunden. Aber was sind denn das für Tiere hier? Ich verstehe das überhaupt. Was soll das sein? Ich glaube, das sind irgendwelche Kraken oder gibt's so. Gibt's auch Fantasietiere? Nee, ich glaube, es sind alles so real Tiere. Ja, das sind Quallen. Quallen? Quallen. Quallen? Was? Quallen? Quallen? Bin ich bei Quallen gerade? Weiß ich nicht. Du müsstest Peter Tiere kennen, ne? Da ist so eine Taucherglocke in dem Gehege. Ja, genau. Nein. Nee, wobei, das war, glaube ich, eins daneben oder so. Ist das bei den Orcas? Ja, ist auf jeden Fall bei den... bei den Orcas. Die sehen ja gefährlich aus. Ah, oh, die sehen echt böse aus. Die Orcas? Ah, ja, also mit der Dreieckschnauze, das ist schon... Nee. Aber guck mal, Christian, die sind viel süßer. Christian, die sind viel süßer hier. Ja, ein bisschen, Peter. Also Emma kann nicht heulen, im Gegensatz zu den Tieren, die hier sind. Guck mal, da hinten winkt Peter. Ich hab Peter tatsächlich noch nicht einmal gesehen. Ich hab Peter auch noch nicht gesehen. Hab Peter auch noch nicht gesehen. Ach komm, ey, das kann doch nicht wahr sein. Lass mich hier durch, Alter. Die tanzt mit einem Stein. Alter, die haben hier alle einen Schaden. Ja, so ich laufe jetzt hier schon seit 5 Minuten über diesen Zoo und, Alter. Du hast es bestimmt schon 8-mal gesehen. Tschu-tschu-tschu-tschu. Was hat denn da gespritzt? Also, weil ich ganz ehrlich sagen muss, Leute, hast du diese Angst mit den Animationen? Oh. Die machen alle diese Random-Animationen. Das ist total doof. Ja. Ja, aber die machen ja nicht einen Streik, oder? Ja. Ja, gut, ich streike, ich will Free Willy befreien. Ein Streik vielleicht nicht.
Da ist dann halt schon so ein bisschen die Gefahr. Also gerade war ich bei den Wölfen, das ist aber auch schon wieder ein Minütchen her. Ja, da waren Christian und ich bei den Wölfen. Das war süß. Gibt's hier überhaupt nichts mit Haien? Kann das sein? Peter, bist du bei der Taucherglocke? Ja, es gibt zwei Taucherglocken. Ja, hier habe ich dich gerade gesehen. Ach, dammit. Aber ich war nicht also so nah, also ich habe dich nur von beiden gesehen. Ich bin bei einer der Taucherglocken, ja. Na, dann gehe ich mal jetzt nicht so in deine Richtung. Na, endlich! Ich habe endlich mal einen gesehen! Hä, ich habe dich doch gedreht! Ja, aber da hast du mich ja gesehen. Als ich... So. Aber jetzt habe ich Christian gesehen. Echt? Wie sie einfach, wie sie einfach ineinander gehen. Ich suche immer noch das Haigehege, aber das gibt's ja scheinbar nicht. Also ich war gerade bei den Delfinen. Gibt zwei Quallengehege übrigens. Einmal mit roten und einmal mit so weißen. Die weißen sind etwas größer. Ah. Was für ein... Hier läuft ein Fotograf rum. Ja, glaub, der, aber das ist so lustig, Aquarium, weil der hat so ein Dreibein, ne? Zu welchem? Ja, genau. Schön dich zu sehen, Onkel. Schön dich zu sehen, Onkel. Ah, was? Schön dich zu sehen, Onkel. Ja, stimmt, zu welchem? Ja, gute Frage. Zu einem. Das sehe ich ja jetzt erst. Also die Tiere sind schon süß. Die werden jetzt nicht artgerecht gehalten, aber... Hier sind schon süß. Du bist ein Fisch, oder? Hinsetzen könnt ihr... Da, das ist so unfassbar, wie schwierig hier! Ist einer von euch... Liegt hier einer von euch am Boden? Nee. Was? Hier liegt einer am Boden. Das kann ja, ich nicht. Ja, ich bin gerade idle am Boden. Liegt einer von euch auf dem Boden, ist halt auch super geil. Da lag einfach einer am Boden, den hätte ich fast nicht gesehen. Oh, da macht jetzt einer Fotos. Da macht einer Fotos. Diese Seele. Ich sagen, dafür, dass das eigentlich aus einer hohen Perspektive gemacht hat, ist das Ransrum echt einigermaßen detailliert. Boah, das war richtig knapp, ne, Peter? Also, du warst gerade auch der macht jetzt gerade ein Foto von mir. Die Seelöwen haben den gleichen Sound wie der Bär aus WoW. Also Peter, wir waren gerade nicht so, wir waren gerade in der Nähe von dem gleichen also Bären bei den Füchsen. Bei den Füchsen? Aber ich musste leider abhauen. Oh, weil ich habe Peter gesehen, glaube ich. Echt nah dran. Ja, Peter ist gerade da in der Mitte bei den Füchsen. Peter, der läuft aber auch wie Opa Gicht. Schön dich. Ja, bei den Füchsen. Hä? Wieso rennen die alle weg? Weil einer gedreht hat. Hat sich einer von euch verwandelt? Nee, wenn einer gedreht wird, dann hauen die auch ab. Oh. Einer von euch hat mich gedreht und ich weiß nicht, wer es war. Ich hab Peter gedreht. What the fuck, Alter? Das ist ja richtig stark. Alter, 3000er Move. Aber wenn man rennt, scheint man die Arme so hoch zu halten, nach dem Motto, ich renn weg. Echt? Muss sie so nach hinten? Hab ich dich zurückgedreht eigentlich? Nee, oder? Bitte. Bitte. Okay, das war 10 von 10. Problem ist, Peter ist auch nicht der Einzige, der hier im Blau rumrennt. Da winkt auch die ganze Zeit einer. Nee, das stimmt. Und ich weiß nicht, ob Peter jetzt, wo der hin ist. Ich weiß auch nicht, wo er hin ist. Deshalb, so, ich bin echt erschrocken. Alter. Also Christian, Peter ist gleich wieder in der Mitte. Ja, ja, genau. Peter ist jetzt wieder in der Mitte. Ah ja. Schabermarken mit mir treiben wollt. Wollen wir die Promenade entlang? Nee, Peter, wir können jetzt nicht direkt zu dir hingehen, dich wieder drehen. Nee, das erwartest du jetzt. Ja, ich wollte nur viel zu cocky. Hier sind die Bären, Alter. Wie viele Bären in so einem Gehege sind, das ist ja unnormal. Ja, ich sag ja, so ein bisschen artengerecht ist das nicht. Hier läuft. Wieso ist hier ein Schornsteinfeger? Wie, der wollt auch mal halt da rein? Da, ich hab einen erwischt! Da wollte ich nochmal an dem vorbeigehen. Aber wolltest du ihn wieder drehen? Nee, drehen nicht. Das verliert ja völlig die Orientierung. Ich geh mal an den Eingang. Damit. Ah, ein bisschen zu offensiv. Kannst du von kann oben ich gar nicht interagieren mit dem Schornsteinfeger? Ja, ich kann mich auch zurück. Also, ich kann mich auch wegverwandeln und von oben gucken. Kannst du ein bisschen hier das Reich wieder auf Vordermann bringen, was Sebastian runtergewirtschaftet hat? Ich kann das Spiel halt echt, nicht. Ich weiß überhaupt nicht, was der einfach. Ja, genau. Einfach löschen. Ich kriege aber bei euch auch keine Namen angezeigt. Also, auch von oben. Doch, das ist Peter, ne? Ja, das müsste Peter sein.
Wo sind denn die anderen? Da ist jemand. Das ist, glaube ich, Dennis. Das ist Dennis, das ist Peter. Wo ist denn Sepp? Schön, dich zu sehen. Ich habe kurz gedacht. Ich habe zuerst gedreht. Ich habe kurz gedacht, dass Peter mich hat. Als ich neben dir um die Bären rumgelaufen bin, habe ich dich da gesehen und dachte mir so, oh, und dann komm, läufst du mal weiter um die Bären rum. Aber ich bin so groß, du hast mich wahrscheinlich gesehen. Ne? Ja, ich habe dich da gesehen, ja, absolut korrekt. Passiert was, wenn ich Peter anklicke, theoretisch? Kannst du ja mal probieren. Dich zu sehen. Ah, du kannst mich auch drehen! Kann ich auch drehen. Aber ich dachte, dann folgt die Kamera dir oder so. Oh, mach mal nicht, bitte! Okay, wo ist Sebastian? Ich dachte kurz, Peter hat mich. Ja. Weil ich weiß ja nicht, wie ich aussehe. Das ist voll das Wimmel-Suchbild. Ich weiß auch nicht, wie du aussiehst. Peter sagte, ich glaube, da ist er. Da ist so ein komischer Dude. Den verfolge ich mal. Ich dachte, Peter verfolgt mich dann also gerade. Also Sepp, ich sag mal, du hast was... Bram. Nee, jetzt nicht mehr. Ah, okay, ich hab beide. Echt? Hatte ja. Sepp gerade auch das Schild in der Hand? Nee, weiß ich nicht, aber wenn du über den drüber gehst, dann leuchtet der auf. Ich leuchte ach ja, stimmt, bei allen anderen ist es nicht, stimmt. Ja, Sepp, hast du Glück gehabt, du hast ein Streikschild in der Hand gehabt, das hast du jetzt aber wieder abgelegt. Ja. Jetzt hast sehr du gut. Anderes in der Hand. Ich war aber nicht der Schornsteinfeger, oder? Okay, 52. Alter, als Peter sagte, oh, da sieht einer ganz komisch aus, das sieht, was macht denn Schornsteinfeger? Hier dachte ich, der meint mich. Eine gewisse also Peter, ich stand direkt neben dir, als du gegessen hast. Als ich Bram gedreht habe? Nee, als du dem Schornsteinfeger hinterhergerannt bist. Ach so. Das sieht gerade ganz schön aus. Als du den gefunden hast. Das war mega knapp. Nämlich kurz eingenässt. Wie weit kann man denn so reinzoomen? Ach, das geht ja. Wo ist denn Peter? Ihr habt euch wieder ein bisschen voneinander entfernt. Ah, dann ist das Peter da vorne nicht, okay. Warte mal, jetzt habe ich Josef verloren. Mich? Ah, ich auch gerade. Hä, wie das denn? Ich habe wahrscheinlich ich bin auf Peter, Peter gesehen. Ja, meine Aufmerksamkeit war kurz okay, abgelenkt. Von was? Brüsten. Ah, ja, von sonst. Sind das Schildkröten? Nee. Doch, das sollen Schildkröten sein. Oh mein Gott, ich dachte, das wären große Quallen. Hier ist eine Quest. Kugelfische? Ja, nein, nee, das sind Kugelfische. Das sind gar keine Quallen. Okay, ich habe noch anderthalb Minuten. Ja, ich habe Sepp wieder gefunden. Was sind das? Ja, Manta-Rochen, als ob. Aber ich weiß gerade nicht, Quallen. Wo Peter hin ist. Okay, ich weiß, Quallen. Okay, es gibt wirklich zwei Quallen. Wie so ein kleiner Junge langläuft. Peter, ich hab mich auch verwandelt, ne? Also ich bin kein kleiner Junge mehr. Ja, du warst vorher auch ein kleines erwachsen. Mädchen. Ach so. Ja, Sepp ist erwachsen unterwegs auf jeden Fall. Da ist Sepp. Wo ist denn oh, Peter Sepp. Jetzt hin? Den hab ich doch gerade... Oh, Sepp! Nee, jetzt kein Bock auf Zoo, ja. Alter, ich wollte gerade sagen, der Zoo hat dir gerade nicht so gut gefallen, also. Peter ist aber richtig fix unterwegs. Da ist Peter, da ist Sepp. Naja, das sieht irgendwie komisch aus, wie Peter läuft, als hätte der gerade irgendwie. Nee, ich dachte gerade auch, ist einer besoffen, oder? Ja, Peter was war die ganze heißen? Zeit. Machst du immer Rennen und nicht Rennen? Das ist ein gemütlicher oder Gang. Nee, bei mir nicht. Ah, oh, sind das schöne Tiere, Mensch. Die sehen fast aus wie Jay. Ah. Oh. Okay, welche also ein bisschen guckt, Ähnlichkeit sehe ich da, ja. Wenn Peter jetzt weiß, wo ich bin, ja, dann bin ich aber rup. Naja, ganz ehrlich, du kannst hier fast alles als Beleidigung gegenüber Jay meinen. Warum? Peter sieht, Jay 18 sieht aus wie ein Delfin, würde ich jetzt nicht sagen. 18 Sekunden nee, das noch? Stimmt. Ja. Krass. Wo rennt denn der Peter rum? Ah, da! Peter rennt Peter, du, bist, du hast dich für die falsche Eingang. Seite entschieden. Wärst du rechts rumgegangen, wärst du zu mir gekommen. Ja, Zeit um. Ah! Ach, Peter. Mal wieder Peng. Ich war gerade bei den Quallen und dann bist du links rumgegangen. Jetzt nur rechts. Rechts war ich doch. Du bist Christian, du. Jetzt ein Eisbär. Ja! Der ist nicht gleich. Ja. Du musst Christian nur weggucken. Dann spawn ich dahinter nämlich. Aber ich muss auch neu machen, ne? Oh, ja, ich bete hier jetzt ja. Auch mal den Kamin an. Was war ich denn überhaupt gemacht. Für ein Dude? Du warst eine grüne Frau. Also eine Frau ja. Mit eine grünen Kleidern. Frau. Ich stehe ah, davor. Peter hat keine Äuglein für Frauen, finde ich gut. Okay. Okay, du also bist ein Kanu. Ist okay. Ich bin Kanu?
Ja, du bist ein Ganu. Findest du okay, eigentlich ganz okay, wenn ich mich bei den Quallen hinsetze? Ram direkt vor du mir. Du bist okay. Okay. Peter, wie viel okay, Zeit hattest ja, du? 15 Minuten? Genau, eine Minute Versteckzeit und dann 15 Minuten. Okay. Dann sag Bescheid, wenn ihr gut ja, seid. Ja, ich mach grad neu. So, was ist jetzt? Ja, easy. Besser? Ja, das geht. Okay. Ja, dann. Oh, Peter. Wir können uns verstecken. Okay, dann läuft eure Versteckzeit ab jetzt. Also den sehen wir auf jeden Fall, wenn er kommt. Ist doch eine Quest. Ich habe jetzt auch den Vorteil, dass ich weiß, ich kann ja alles links klicken. Ja, ich habe extra nicht alles links geklickt, sondern wollte halt gucken. Ja, ja, also ein bisschen gucken wir hier natürlich auch. Die Menschen lassen sie hochleben. Oh, die Menschen lassen sie hochleben, finde ich gut. Ja. Genau. Weil wir jetzt da sind. Die Hälfte ist rum. Ja, ganz easy. Hier bist du aber relativ schnell weg. Also. Alter, der teleportiert sich aber. Also, Rennen ist nicht gut. Das erkennt man sehr, sehr gut. Leck mich doch. Hä, hey, wieso läuft der denn über die Parkbank? Das ist ja mega dumm. Was? Fünf, mein Leben ist vier, langweilig. Ich bin drei, völlig unwissend. Zwei. Eins. Ich komme! Spruch, Alter. Mein Leben ist langweilig. Ich bin völlig unwissend. So. Der Bär has entered the game. Oh ja, ich sehe den Eisbär. Er ist rechts rum. Schon lustiger Anblick, wenn dann einfach so ein Eisbär durch den Zoo läuft. Ja. Ja. Ich guck mir jetzt den Pelikan an. Okay. Peter, du hast Freunde gefunden. Wo? Da hat sich einfach einer neben dich gestellt. Bei mir nicht. Ja, gut. Ob Peter steht? Also, nur mal zur Info für euch, ja? Die Nähmaschine wurde 1830 entwickelt. Hey, das ist gar nicht Peter! LOL! Steht hier zumindest auf dem Schild. Ich dachte, das wäre Peter. Okay. Hab ich schon gewundert bei mir, hat sich keiner neben mich gestellt. Weil ich dachte, du wärst das, aber sie hatte einfach den ganzen. Da hat eine Kamera aufgebaut. War Sepp. Hatte einfach das gleiche Model. Lol. Voll krass. Tja. Am Start, wo dieses Orchester spielt, steht jetzt ein Kameramann. Ja, die Kameraleute rennen hier relativ viele rum. Und einer flucht das Orchester an. Wenn du den Kameramann links klickst, dann macht er ein Foto von dir. Echt jetzt? Alter Christian, also, ey, hat er wie nah du gerade dran warst. Holy shit. Das war mir echt zu nah. Was ist denn jetzt so ein Kameramann? Direkt am Starteingang, wirklich an diesem. Ja, hier laufen ja mehrere rum, aber jetzt sehe ich keinen mehr. Das ist ja frech. Ja, ist immer so, wenn du ihn brauchst, ne? Ist der Kameramann nicht da. Das war da ist einer. Mega knapp. Ich bin der Eisbär, jetzt ich zwei. Welch wundervolles Taschenbuch. Ah, wieder ein Klassiker. Welch wundervolles Taschenbuch. Was? Buch? Hat er kein Foto von dir gemacht? Christian, mach doch ein Foto. Ja, hat er ein Foto von mir gemacht. Ja, sehr gut. Hm. Christian steht jetzt auch an einem Orchester da in der Nähe. Ja, ja. Hat er sein Foto gemacht, die Sau. Ja, habe ich. Also wollte ich mitnehmen. Kostet dann auch nur 20 Euro. Das war ja ganz gut, dass Christian da hinten nicht noch geguckt hat. Oh. Wie sind, sind die süß? Aus? Hast du gesehen, was sind die süß? Lol, ob hier ein Hint drin versteckt ist? Nee, warum? Gab es Anno 2205? 2205 ja, ist das letzte. Ja, das war genau. Das davor. Okay. Weil hier gibt es so einen Banner, steht auf Anno 2205. Ich war mir gerade nicht sicher, ob das so ein Sneak Peek sein könnte. Ach so, lol, nee. Was ist denn sonst noch auf dem Banner drauf? Da muss ja irgendwas zukunftsmäßig sein. Rakete. Schau mal. Und der Mond. Schau mal. Als ob die 1800 schon eine Rakete und Mond hatten. Ja, ich glaube, der Mond ist erst später erfunden worden. Ich finde die Tweets aktuell von Fischkopf so geil, wie er immer Lara zitiert, wie sie interessante Sachen ich sagt. Ich weiß wie nicht, ob, also was machen die denn hier im Urlaub? Also Spaß haben. In der Lol, da rennt gerade einer rum.
Sebastian rennt durch die Gegend. Und Peter nebeneinander. Peter nicht in die Richtung. Peter nicht in die Richtung. Oh, da ist das Sperrgebiet. Oh, Peter will, glaube ich, Christian und Peter jetzt standen gerade neben mir und haben es nicht gesehen. Ja, wir haben gesehen. Uns gedreht gegenseitig. Das war schon frech. Eigentlich wollte ich nur Peter ärgern. Ist ja frech. Ah, Christian habe ich auch gesehen. Schau mal. Arr. Hey. Schau mal, schau mal. Ich brauche was zu trinken. Von euch, nee, Fotograf seid ihr wahrscheinlich nicht. Nee, ich kann das gar nicht, ob wir das können, ne? Tatsächlich. Also was ich halt total krass finde, ich gucke mir schon seit geraumer Zeit so ein Gehege an und die Tiere, die da drin sind, die bewegen sich nicht, aber die Objekte, auf denen die draufstehen teilweise, also die, mit denen die interagieren können eher, die bewegen sich und das sieht super strange aus. Okay. Du meinst die Bären, die, nee. Bären nicht. Naja, aber der Grund, auf dem die stehen, wackelt, aber die Tiere selber frischer? Nicht. Die sind aber süß. Aha. Das ist halt schon... Die sind aber süß, das sind Pelikane, wo sind die süß? Oh ja, Christian ist jetzt wieder am Richtung Orchester unterwegs. Auf dem Hauptweg, okay. Da direkt am Eingang. Kann man eigentlich auch mal so stellen, laufen? Dass ich ihn sehe, wenn er kommt. Christian, stell dich mal neben die Löwenstatue, dann kannst du mal zeigen, wer der König im König des Dschungels ist. Wo ist denn die Löwenstatue? Direkt hinter dir, direkt links, die auf dem Podest, auf dem Kleinen. Wait, what? Hinter dir. Das kleine Ding. Ne, jetzt links ein Stück. Ja, ein Stück rechts. Jetzt hinter dir. Richtung Pelikan in die Richtung. Ah ja. Weißt du noch, wo die sind? Da auf dem Weg, da sind, ist die Löwenstatue. Ach so, lol, ich dachte, okay, die Kleine. Guck mal, die ist doch voll groß. Du bist genauso groß ja, wie ich. Lol, was? Echt jetzt? Ja! Okay, naja, ja, in der Innenperspektive bin ich halt nur so groß wie ein Mensch. Ach so, ja, nee, du bist schon größer. Ja, ich finde das auch scheiße, ne? Da muss erstmal gestreikt werden. Oh nein, jetzt rennen die alle weg. Habe ich dich erwischt? Ja, hast du. mit dem Streikschild hinter dir. Es war mega gut, wie er angeschlichen hat. Peter kommt voll angedüst. Ich wollte dann auf jeden Fall, wollte ich dir Retourkutsche geben. Ja gut. Christian guckt sich den Eingang jetzt an. Ich guck mir die Leute hier an, aber die machen alle so Sachen, wo ich mir denke, okay, das sind bestimmt so NPC-Sachen. Wer hatte denn das Streikschild? Du, während du Christian hergerannt bist. Was? Wo fandst du das kacke? Schön dich zu sehen. Und Christian, nee, ich hab dich zuerst gedreht. Ach, als ob ich dich... Ich hab dich doch zuerst... Ach, fuck. Okay, ja, immerhin einen erstmal. Shit, da wollte ich zu viel. Da war er gerade zu aufmerksam. Shit. Oh, jetzt... Okay, was ist denn los, Bär? Schön, dich zu sehen, Onkel. Oh, Entschuldigung. Was soll denn? Ja, alles gut. Ich dachte, die Frau vor mir wäre das gewesen. Nee, das war ich. Ich dachte, ich kann dich highlighten oder so. Nee, das geht nicht. Alter, du machst ja sogar Schneestapfer in den Boden. Es regnet. Wie krass ist das denn? Ja, ich schmelze. Du machst voll den Boden kaputt. Ey, wir müssen diesen Eisbär hier aus dem Zoo rauskriegen. Ey, der läuft nicht auf die Schiene. Wie viel Zeit habe ich noch? 7 Minuten 20. Leg dich nicht auf die Schienen. Pass auf, ich werde mich nochmal an den Eingang teleportieren. Vielleicht werde ich ja was Kleineres. Ah, wird's was anderes sein. Ja, okay. Versteh. Ja, ich guck mal, was du... Warte mal, wo ist denn der Eingang? Das ist der Eingang, ne? Ja. Hat mir nach Hause nehmen? Oh. Das ist nicht der Eingang. Wo bist denn du? Alter, ich verwechsel immer den botanischen Garten mit dem Zoo. Ja, aber die gehen leider keine durch. Markierung machen. Da ist das. Moment. Da, zack, zerbrab. Jetzt bin ich aber. Jetzt da bin ich aber. Ja, das sieht normal aus. Ja, du siehst normal aus. Okay. Ach, guck mal.
Jetzt wisst ihr nicht, wie ich aussehe. Ja, jetzt bist du sneaky unterwegs. Oh, Christian hat das Nudelholz rausgeholt. Ja. Alter, ich glaube, du bist... Ist dein Schnitzel. Du suchst deinen Mann. Sonst kriegst du keinen Nachtisch. Du suchst deinen Mann, der dich betrogen hat, glaube ich. Oh ja. Geil. Warte mal. Du? Nee. Ich hab die ganze Zeit den Eingang auch so ein bisschen im Blick und dachte mir so, Hanna, vielleicht sehe ich den ja, aber da sind so viele Leute reingekommen und ich konnte tatsächlich nicht unterscheiden. Ein schickes Künstlerfest hier. Im Blick. Warte mal. Was ist los? Ja, ist okay. Ja, ich stand rechts hinter der Säule. Nee, aber da saß jemand in der Luft und ich dachte mir so, Moment, vielleicht gibt's... Oh ja, das ist mir auch aufgefallen, die Frauen, wa? Ja, die saß irgendwie über der Bank. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Das muss ich unbedingt aufschreiben. Ja, da muss ich jetzt mal aufschreiben. Dann mach das mal. Also immer, wenn ich dich sehe, Christian, habe ich dich gecallt. Oh, aber süß. Aber da ich nicht weiß, wie du aussiehst, ist das gerade schwieriger. Na, ich weiß gerade auch nicht, wo ihr seid. Wie finde ich euch denn? Wie finde ich denn die Leute? Der Fluss. Okay, der Fluss sieht einladend aus, aber falsch. Eine Explosion erschüttert eine ihrer Fabriken. Explosion in Paprika. Ich habe gerade einen Mülleimer gesehen. Ups. Hast du gesehen? Er sippt eine Stadt brennt. Ja, das ist okay. Paprika brennt, das ist nicht schlimm. 4 Minuten 50. Ja, aber wo bist denn du? Also ich seh das Orchester, ja? Und den Eingang. Und da die Nähmaschine 1830 erfunden wurde. Ja, das siehst du. Da streikt jemand! Ah, das ist der Peter! Oh oh. Peter hat gestreikt. Wieso? Du musst nicht rennen, wenn ich dich sehe. Jetzt hab ich eine Quest angenommen. Hab ich Christian nicht gerade gedreht? Christian, der hat dich gedreht! Ja, aber während ich mit dem Typen mir gelabert habe, der hat mir jetzt eine Quest gegeben. Dann heißt Christian ist wieder beim Löwen irgendwo in der Nähe, den hab ich nicht gesehen. Ja, der ist eine große Bauersfrau, sag ich jetzt mal. Peter hat Christian gedreht, aber schon assi. Ja, weil ich hab gerade mit dem Typen gequatscht und der hat mir irgendeine scheiß Quest gegeben. Wie heißen denn die Vögel, die da in dem Dome sind neben dir, Christian? Sind das Pelikane? Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Schön, dich zu sehen, Onkel. Das ist endlich die Nähmaschine, die ich gefunden habe. Nice. Guck dir mal hier die Vögel an, wie sich der Untergrund bewegt, aber die Vögel gerade stehen bleiben. Das sieht super strange aus. Ach stimmt, die Bäume bewegen sich im Wind. Ja, die Bäume bewegen sich, aber die Vögel bleiben einfach so. So, ich renne. Geil. Was steht da? South... Ach, America. Das ist doch schick. Der ist einfach explodiert neben mir. Okay, 3 Minuten 20 noch. Okay, Peter. Einfach explodiert. Oh, da ist Peter. Ja, du hast einfach Ping gemacht. Eine Explosion erschüttert eine Und jetzt explodiert alles halb so wild. Oh, das muss ich unbedingt aufschreiben. Ja, schreib mal auf. Es gibt Ruinen, finde ich nicht gut. Ist aber auch super schwer, ne? Es gibt so viele Leute hier rumdüseln. Ja. Das Gefühl hatte ich vorhin auch. War stark, Peter, dass du jetzt noch am Leben bist. Und zweimal gedreht hast. Sau. Dann lässt du dich also porträtieren? Nein, will ich nicht. Lass mich. Möchten Sie die Kühe melken? Bitte! Können wir uns nicht eins mit nach Hause? Schön, dich zu sehen. Und hallo. Na, da holst du gerade dein Streichschild raus, während du an Christian vorbeiläufst. Wir sind gerade hinterhergelaufen. Scheiße. Wie lange du ihm hinterhergelaufen bist, du Sau? Da holst du Christian auch direkt sein Streichschild raus. Ja, das war schrecklich hier. Oh, warte, der Zug kommt. Ja, der sieht cool aus. Da ist ein Zug.
Einfach durch dich durchgefahren. Ja, also, Christian hat gewonnen. GZ, Christian. Danke. Jawohl, GZ. Er hat nämlich alle gefunden und das war mal wieder eine Folge Verstecken. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.